kennen. Ich bin Cameron vom Kanal The Cameron XOXO und heute zeige ich euch meine Frühlings-Must-Haves zusammen mit Kitty Katinka. Und ja, nun wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Hi meine Lieben, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es ein wunderschönes Frühlingsvideo, das ich mir mit einer ganz, ganz tollen, zuckersüßen YouTuberin überlegt habe. Ich hoffe, dass ich jetzt ihren Namen richtig ausspreche, denn die liebe Cameron XOXO und meine Wenigkeit haben, wir haben uns 8 momentane Lieblingsprodukte im Frühling herausgesucht und wollen die jetzt euch nicht mehr länger vorenthalten. Der Clou an dieser ganzen coolen Kooperationsarbeit ist der, dass ihr die liebe YouTuberin schon hier in meinem Video kennenlernen könnt und ihr kriegt schon einen kleinen Vorgeschmack auf ihre Lieblingsfrühlingsprodukte. 3 Produkte an der Zahl werdet ihr jetzt im Laufe meines Videos immer mal wieder eingeblendet bekommen. Das heißt, ihr findet bei mir jetzt meine Lieblingsprodukte, das sind 5 Stück an der Zahl, und meine anderen 3 Lieblingsprodukte findet ihr dann bei ihr auf ihrem Kanal. Das heißt, wenn ihr natürlich auch noch sehen wollt, was ich alles noch so anderes mag, bis auf das, was ich euch hier zeige, dann lohnt es sich auf jeden Fall, bei ihr auf dem Kanal und in dem Video mal vorbeizuschauen. Ihr findet Kanal oder den Kanal und ihr Video zu unserem tollen Frühlingsvideo natürlich unten verlinkt in der Infobox. Sie wird sich bestimmt darüber freuen, wenn ihr mal bei ihr vorbeischaut und ihr einfach mal ein Abo dalasst. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal bei meinem Video viel Spaß und los geht's. Die Haare sind sehr, sehr wichtig, dass sie gut gepflegt sind und schön glänzen. Und im Winter ist es natürlich auch so, durch die ganze Heizungsluft, durch die Kälte draußen, hat man natürlich auch relativ strapazierte Haare. Und ich im Moment habe sowieso extrem strapazierte Haare und relativ trocken. Und ich habe wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt vor einigen Monaten entdeckt. Und das benutze ich jetzt wieder einfach häufiger. Und so versuche ich auch wieder, meine Haare in Frühlingsstimmung zu bringen und sie wirklich wieder zum Glänzen zu bringen. Ich habe nämlich das Balea Feuchtigkeitshaarmilchprodukt hier mit Pfirsich und Kokosduft. Es ist für strapaziertes und trockenes Haar geeignet, ohne Silikone, und von daher ist das wirklich ein Favorite von mir, was ich einfach häufig benutze im Moment nach meiner Haarwäsche. Und ich habe einfach ein gutes Gefühl damit. Ich liebe einfach diese Mischung aus Pfirsich und Kokos. Es ist irgendwie total cool und ja, ich möchte dieses Produkt nicht mehr missen und von daher schaut es euch einfach mal an und vielleicht gefällt es euch ja auch. Einer meiner Frühlings-Must-Haves ist das Haaröl von Youtena Ceramagic. Das kennen bestimmt schon einige von euch und ja, das ist wirklich so, so, so toll. Es duftet himmlisch, also wenn ihr noch nicht dran geschnuppert habt, dann müsst ihr das unbedingt tun, denn es duftet so, so mega und es pflegt die Haare. Es pflegt die Haare und ja, also das ist mein allerliebstes Haaröl und auch mein Frühlings-Must-Have. Auch wenn ich vielleicht im Moment nicht so unbedingt die Lust habe, mich zu schminken, auch wenn das jetzt hier gerade überhaupt nicht so aussieht, denn heute habe ich mir mal wieder die Zeit genommen, mich mal wirklich ausgiebig zu schminken und es ist immer wieder ein cooles Gefühl, aber nichtsdestotrotz habe ich immer das Gefühl, im Frühling muss es auf den Augen schimmern. Das liegt einfach daran, dass die ersten Sonnenstrahlen kommen und einfach dein Gesicht schön glänzen soll. Nicht fettig glänzen soll, sondern ihr bist einfach schön geschminkt und einfach von der Sonne bestrahlt und das Gesicht soll lachen. Was rede ich hier eigentlich? Nichtsdestotrotz habe ich einen wunderschönen Lidschatten, den ich euch gerne ans Herz legen möchte. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt im Sortiment. Ich habe schon lange bei P2 nicht mehr nachgeschaut. Aber ich habe diesen P2 Forever Intense Eyeshadow Cream Pöttchen. Und das ist die Farbrichtung 020 Just As You Are. Und das ist so eine wunderschöne cremige Farbe. So sieht die Farbabgabe aus. Sehr hochpigmentiert. Eine wunderschöne schimmernde Farbe. So ein leicht cremiges, sondern Korallton. Super für den Alltag geeignet, aber natürlich auch zum Ausgehen am Abend. Den kannst du super gut schichten und erhält wirklich auch ohne Primer. Und das ist eigentlich wirklich das i-Tüpfelchen an dieser ganzen Geschichte, dass ich den einfach auftragen kann,
ohne dass ich noch vorher irgendwie einen Primer drunter setzen müsste. Ich liebe ihn einfach, er ist eine tolle Farbe und er bringt mich einfach auf den Augen mega in Frühlingsstimmung. Und von daher ist es ein Frühlingslieblingsprodukt meinerseits. So, mein nächster Must-Have ist ein Parfüm und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, und zwar ist es das Michalski Berlin Parfüm. Das bekommt ihr in der Drogerie und der Duft ist Hammer. Er ist wirklich sehr, sehr schön. Also ich kann Düfte nicht beschreiben, aber ich mag den Duft sehr gerne und im Frühling ist das bombastisch. Also ich möchte darauf nicht mehr verzichten. Ich kann den Duft echt nicht beschreiben, aber es ist himmlisch. Es ist ein super bombastischer Duft. Und ja, wenn ihr in der Drogerie seid, dann schnuppert unbedingt an diesem Duft. Wir bleiben einfach mal bei dem Gesicht. Und zwar möchte ich euch jetzt eine Foundation vorstellen, die ich schon ewig habe und auch immer wieder benutze und jetzt im Moment einfach mal wieder rausgekramt habe, weil sie besitzt einen Lichtschutzfaktor. Die Rede ist nämlich von der Catrice Even Skin Tone Beautifying Foundation in der Farbe 005. Even Ivory. So sieht dieses wunderschöne Schätzchen aus. Und es ist auch die hellste Nuance. Ich habe auch noch eine Nuance dunkler und die kann man auch gut mischen. Aber hier, wie gesagt, liegt für mich das i-Tüpfelchen auf dem Lichtschutzfaktor, den diese Foundation besitzt. Denn sie hat nämlich einen Lichtschutzfaktor 25. Und es ist wirklich wichtig, das müsst ihr euch wirklich ans Herz legen, wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen. Ihr wisst, dass ihr eure Haut schützen müsst vor der Sonne und deswegen ist ein Lichtschutzfaktor immer von Vorteil. Und wenn man sich dann schminkt, dann hat man gleich schon alles in einem und dann ist man rundum glücklich als Beauty-Mädchen und Beauty-Frau. Ich habe darüber auch schon mal eine Review zu abgegeben, die ich euch natürlich gerne nochmal unten in die Infobox reinsetze. Die könnt ihr euch gerne nochmal anschauen, falls ihr ein bisschen mehr über diese Foundation erfahren wollt. Ich bin ein riesengroßer Fan von Rouge. Rouge ist wirklich das A und O und das i-Tüpfelchen eines Make-ups und das sollte auch niemals fehlen. Das rundet wirklich irgendwie das gesamte Bild ab. Und ich habe wirklich einen wunderschönen, sanften, frischen, peachigen Ton herausgesucht. Ich habe hier von Catrice einen in der Farbe 050 Apricot. So sieht diese wunderschöne Farbe aus. Sie hat auch so einen leichten Schimmer und wie man es schon am Namen erkennen kann, ist es so eine Aprikot-Farbe. Und die aufgetragen ergibt wirklich ein wunderschönes, frisches Finish und ich liebe diesen Ton. Auch hier weiß ich jetzt allerdings nicht, ob es den noch im Sortiment gibt, weil ihr wisst ja, Catrice und so, die stellen natürlich häufig um und ich weiß immer nie momentan, was noch so drin geblieben ist und was nicht. Aber ich kann euch so viel sagen, ich habe immer wieder so ähnliche Töne gefunden und ich kann euch einfach solche wirklichen Aprikot-Rosé-Töne, solche kann ich euch einfach empfehlen und die peppen das Frühlingserwachen im Gesicht einfach etwas auf. Wer mich kennt, der weiß, dass ich auf Lippenstifte stehe und ich habe mir heute einen rausgesucht, den ich auch sehr häufig benutze, aber ich denke mal, jetzt ist auch ein Lippenstift, das ist auch ein Lippenstift für die Leute, die sich noch nicht so ganz trauen, so richtig krasse, übertriebene Farben auf den Lippen aufzutragen. Ich habe mich für einen Crystal Sheer Lipstick entschieden von Kiko, denn der ist nämlich einfach wunderschön. Er ist ein Rotton, aber nicht jeder mag ja gleich diese extremen roten Lippen und Sheer Lipsticks, die sind ja nur so angehaucht an richtig krassen farbigen Lippen. Und von daher dachte ich mir, ist das mal was für euch. So sieht die Aufmachung aus. Und wenn du jetzt hier unten drauf drückst, dann kommt er hier rausgefahren und zack. Ist das nicht klasse? Ich liebe einfach diese Aufmachung. Sie sieht so elegant und hochwertig aus, um es mal so auszudrücken. Und die Farbe schaut so aus. Ja, extrem rot. Aber wunderschön in der Farbabgabe, denn so sieht es nämlich geswatcht aus. Und das ist nicht mehr so extrem, oder? Und ich denke mal, dass das auch jeder mal ausprobieren kann. Es gibt so viele verschiedene Nuancen und man sieht einfach damit
echt nicht übertrieben geschminkt aus und du hast dennoch wunderschöne rote Lippen. Und von daher kann ich euch sagen, schaut ihn euch einfach mal an. Er ist langanhaltend, er spendet Feuchtigkeit, er hat so einen leichten Schimmer drin, das heißt, du hast Farbe und Gloss in einem. Ich kann einfach nichts anderes dazu sagen, außer dass ich ihn liebe und dass ich ihn toll finde und dass ihr ihn euch einfach mal anschauen solltet. So, und mein nächster Frühlings-Must-Have sind die Micellenreinigungstücher von Garnier. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon kennt, aber ich finde sie super und ja, sie sind sehr feucht bzw. nass und sie kriegen das ganze Make-up weg. Also ich finde die super, ich bin sehr zufrieden und ja, das ist auch ein Frühlings-Must-Have von mir. Und ja, wenn ihr mehr Must-Haves von mir sehen wollt, dann schaut unbedingt auf meinem Kanal vorbei. Den findet ihr unten in der Infobox, sowie das Video zu meinen Must-Haves. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann auf meinem Kanal wiedersehen würden. Tschüss! Wenn ihr jetzt natürlich noch neugierig seid, was meine letzten drei Produkte sind, die ich im Frühling liebe, dann lohnt es sich auf jeden Fall bei meiner Liebsten vorbeizuschauen im Video. Da findet ihr nämlich die anderen drei Videos. Aber ansonsten hoffe ich, dass euch meine fünf Produkte hier in diesem Video auf jeden Fall gefallen haben. Ich würde mich riesig über einen Daumen nach oben und über einen Kommentar freuen. Und was mich interessiert, was sind denn eure Frühlingslieblingsprodukte aus dem Beauty- oder Pflegebereich? Das könnt ihr mir ja mal gerne unten in die Kommentarbox schreiben. Hier findet ihr noch zwei wunderschöne Videos, wo ihr auf jeden Fall vorbeischauen solltet, falls ihr das noch nicht getan habt. Unten auch natürlich nochmal verlinkt in der Infobox. Und ansonsten sehen wir uns jetzt ganz, 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 ganz bald wieder. Ich sende euch einen dicken Kuss. Macht's gut. Bye, bye.